Ich habe von meinem Papa das Handy gefunden, obwohl es er gar nicht verloren hat. Das habe ich ihn. Ja, weil mein Papa dazu sparen. Der kauft mir kein Handy. Ich hätte so gerne eins. Aber nein, er kauft mir keines. Der spart so, Leiteln, ich muss euch sagen, das kennt mein Papa nicht. Das kennt ihn gar nicht kennen, weil der geht nirgends hin. Na, aber ich werde einmal sagen, wie der spart. Voriges Jahr, 4. Adventssonntag. Adventkranz. Mein Papi macht Folgendes. Zündet 2 Kerzen an. Ja. Und stellt den Adventkranz vor den Spiegel. So spart er. Am heiligen Abend ist er hergegangen, ist er mit dem Quer ausgegangen, vor die Tür, hat in die Luft geschossen und hat sie mir gesagt, das Christkindl hat Selbstmord gemacht. Es gibt keine Geschenke. Ja, das lacht's. Ja. Aber mit dem Telefon, gell, ich weiß nicht, wie viele Männer im Publikum schon einmal eine 900er Nummer angerufen haben. Er ständig, aber sparen. Für den Trick hat er Geld. Ja. Da ist einem der Taschen lang, Herr. Ja, für das hat er Geld. Neulich habe ich zugehört, wie er telefoniert hat, der Sparmeister, mit einer 900er Nummer. Hat er gewählt. Auf der anderen Seite hat sich eine Frau gemeldet, er hat versehentlich auf den Lautsprecher geschalten. Da. Ich habe alles gehört. Meldet sich eine Frau, sagt sie, hello. Und der Sparmeister sagt sie, wer bist denn nur du? Dann hat sie gesagt, ich bin die Ute. Sag er, super, und was machst du? Sag sie, ich erfülle dir jeden Wunsch. Sag er, ah, wirklich jeden? Sag sie, ja. Sag er, okay, ruf mich zurück. Ja. Aber allein ist mir langweilig, ich habe nur deswegen das Handy geflattert, weil ich will einmal das Herrn Wernerle wieder hören. Der war schon 2 Stunden nicht mehr da. Ich werde ihn anrufen, weil ich habe ihn da, der Papi hat ihn da eingespeist. Und da, hü! 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 Das ist das Kürzel von Heinz Wernerle, hü! Hü! Leiden tut schon. Hallo, servus, Dietlinde. Dietlinde, servus. Bist du im Keller unten, weil die Herr ist so schlecht? Na, Dietlinde, ich bin da in mein Zimmer. Stell dir vor, ich muss Hausaufgaben machen. Was? Ich muss in Deutsch noch einen Satz schreiben. Da muss ich in Mathematik was rechnen. Da muss ich was zeichnen und ein bisschen Klavier üben. Aber in 5 Minuten bin ich bei dir. Also ich finde das Nitzenlohen. Weil seitdem ich Heinz Wernerle kenne, verstehe ich die Bundeshymne auch. Land der Hämmer. Gott sei Dank geht der jetzt schon in die Schule. Ich habe mir gedacht, der kommt vom Kindergarten direkt.
Dann kriege ich heute keine Pussy. Nein. Warum nicht? Weil es oben dessen war schon so grausig heute.